Moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal. Heute nächste RTG-Folge, heute unter anderem mit meinen Rang 1 Bundesliga TOTS Rewards. Ich habe auch noch Elite Squad Battle Rewards geöffnet, da haben wir eine richtig geile rote Karte gezogen. Damit möchte ich auch gerne starten, gar nicht so viel Zeit zu verlieren. Ihr wisst eh, was heute ansteht, Teambau und so weiter und so fort. Und ich habe nämlich die rote Karte nämlich ins Team eingebaut, weil sie war echt gut. Mehr verrate ich noch nicht, erstmal Clip ab und dann schauen wir uns gleich das Team an. Rein geht's, Premier League-Eredivise TOTS Spieler in Rot. Bitte gute Flagge. Bitte gönn. Bitte nicht doppelt. Ruben Dias, let's go! Alter, wie gut, Junge! Junge, wie gut! Junge, wie gut! Nice, den habe ich halt auch noch nicht. Und der ist so geil und so gut. Let's go, Mann. Ist ja mega. Alter, wir haben jetzt 5 kranke rote Premier League Tots. Die Leute denken, wir sind am Cheaten, dass wir so viele von denen haben. Boah, geil, Mann. Der ist ja mega gut. Vor allem, wie gesagt, dass er halt nicht irgendwie doppelt ist oder so. Und dass ich den auch in Blau noch nicht habe. Grandios. Das war ungelogen eine absolute 10 von 10. Viel länger konnte ich es mir nicht vorstellen. Dauerlack-Sendung ist aktiv. Also, Ruben Dias, wie gesagt, super. Hab mich sehr gefreut. Ich habe jetzt 5 rote Premier League-Tots. Also 3 wegen letzte Woche Rang 1. Saliba aus dem Elite-Pick und Ruben Dias jetzt aus Squad Battles. Richtig gut, weil es sind halt auch alles 5 sehr gut spielbar. Ansonsten habe ich noch Lacroix, Kolo Muani geholt. Alexis Sanchez haben wir in der letzten Folge gezogen. Und Philipp Lahm habe ich noch einfach gekauft. So ein entspanntes 3-Ligen-Team. Es ist eine Mischung, finde ich, aus klein bisschen was Neues, bisschen was Kreativeres. Aber vor allem halt auch einfach ein gutes Team und viele Karten, die ich einfach zocken wollte. Wie zum Beispiel Salah, Kolo Muani, Alexis, Son Maximin, die vorne, die sind natürlich auch einfach neu und relativ gut und dann müssen die ja auch mal getestet werden. Ansonsten bringt es ja gar nichts, dass wir einen Salah spielen. Ihr seht schon, WL, oder ihr habt doch auch schon gelesen, ging wieder in Rang 1. Vorher muss ich noch loswerden, dass ich noch 3 weitere Bundesliga-Tots gezogen habe. Ich habe es mir jetzt erspart, weil das war allerdings Offstream. Also es waren insgesamt, glaube ich, 4 Tots, einer aus EFL noch am Samstag oder Freitagabend oder so. Einen Kobel, einen Sané und einen Schlotterbeck. Das war teilweise aus diesen 86 plus Doppel-Upgrade-Packs. Ich hatte euch ja Freitagabend noch ein Video gebracht und dann hatte ich, wie gesagt, die anderen 86 plus noch mitgenommen, hatte die noch geöffnet. Aber wie gesagt, Offstream ohne Reaktion und es waren jetzt auch Karten, die kosten nicht mal, glaube ich, irgendwie 50.000. Das ist nur vielleicht wichtig für euch, TOTS-Counter, wie gesagt, ist aber dann auch gleich wieder aktuell. Nicht wundern, wenn er dann ein bisschen höher geht oder dies, das, jenes. Das Team, wer hat es sich spielen lassen? Wer waren denn die Besten? Also, am besten fand ich, glaube ich, Alexis. Der war schon echt stark. Salah über außen war richtig gut so als Vorlagengeber. Ich bin ganz oft, ich meine, es ist ja kein Geheimnis dieses Jahr. Man rennt über die Außen, versucht sich da irgendwie ein bisschen Platz zu schaffen, passt in den Rückraum und schießt den Ball irgendwie rein. So fallen halt generell einfach sehr viele Tore, weil es einfach eine gute Spiellogik ist, wenn man das so macht. Und da ist Salah auf jeden Fall extrem schnell, sehr stark, ist sehr vielen Airforce einfach weggelaufen. Ich konnte mit dem durchrennen, dann vielleicht ein bisschen dribbeln, Ballrollen und dann hat sich auch immer einer freigelaufen. Und der hatte auch einen sehr guten Pass. Also ich habe ihn am Anfang ein bisschen im Sturm gespielt, weil er halt neu war. Ich wollte ihn so ein bisschen testen. Ihr kennt das ja, wenn man eine neue Karte hat. Aber auf Außen war er dann wirklich so, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Und wie gesagt, Alexis, sehr dribbelstark, ist, finde ich, war der bessere Stürmer im Vergleich zu Kolo Muani, war aber, finde ich, jetzt nicht das 10- oder 12-fache Wert. Also Kolo Muani kostet nur 70.000 und dafür war der wirklich sehr in Ordnung und sehr gut. Also wenn ihr nicht viele Coins habt oder auch mal bei dem, ich weiß nicht, Bundesliga-Cup jetzt, der ansteht, irgendwas spielen wollt, zockt den einfach mal. Der ist halt schnell genug, er ist halt relativ groß, macht immer lange Schritte, man könnte in-game das Gefühl haben, er muss eigentlich lengthy sein, so wie er irgendwie aussieht von seiner Statur und von seinem Laufstil. Ist er halt nicht. Deswegen wirkt er, finde ich, auf den ersten Eindruck ein bisschen langsamer. Auch wenn ich das mit so einem Kane oder so vergleiche. Aber auch hier, er hat super Laufwege, einen sehr guten rechten Fuß. Auch mit links schießt er den manchmal rein. Und für 70.000 hat er mich positiv überrascht. Er hat in 21 Spielen, also in, ich glaube, 20 Spielen, einer ist bei 0 rausgegangen, hat er, glaube ich, genau 20 Tore gemacht. Das ist wirklich sehr in Ordnung. Alexis ungefähr auch. Also, das war wirklich stark. Ansonsten, wen ich noch hervorheben will, ist natürlich Lacroix, der auch nur 70-80k kostet. Ich finde das wirklich crazy, wie billig die Karten sind. Also, gerade die beiden. Ja, sie spielen bei Frankfurt und bei Wolfsburg, AK in der Bundesliga, haben nicht so viele richtig geile Links, sind aber halt Franzosen, sind neu und
Die Budi hat ja auch echt gute Karten. Also ich verstehe nicht so ganz, wieso sie so günstig sind. Dass sie jetzt keine 500 Karten... Also ganz ehrlich, das ist so ein Lacroix. Ich nehme das nochmal zurück. Wieso kostet der nicht 2, 3, 4, 500k? Der hat irgendwie alles um die 90. Es gibt natürlich Alternativen viele, so mit Opa Meccano oder wie auch immer. Aber eigentlich ist Lacroix ja auch genau immer so eine Karte. Die ist ja auch sehr, sehr bekannt. Nicht nur für uns Deutschen jetzt, weil der aus der Bundesliga kommt. Das ist ja jetzt nicht... Füllkrug zum Beispiel, den es vielleicht noch nicht so alle international auf dem Schirm haben, sondern der hat ja schon häufig gute FIFA-Karten gehabt. Also ich kann euch das nur raten, wenn ihr wirklich nicht ultra viele Coins habt, testet den wirklich mal. Ich fand den super. Der hat ja neben Ruben Dias gespielt. Ruben Dias ist halt eine absolute Maschine, ist schwierig zu vergleichen, die beiden. Der eine ist halt eher kantiger, der andere ist ein bisschen schlaksiger, schneller, aber das war ein gutes Duo und ich würde jetzt nicht sagen, dass Lacroix schlechter war als Ruben Dias oder dass Ruben Dias so unfassbar viel irgendwie besser war. Also, das kann ich euch nur sagen. Ich habe hin und wieder dann, wenn es knapp war, mal einen Son oder einen Saka oder so eingewechselt. Ich kann euch immer nur noch mal sagen, Saka ist einfach, also Saka und Son finde ich grandios. Beide mit dem 5-Sterne-Weakfoot richtig gut. Aber auch Martinelli oder so, wenn die reinkamen, habe ich dann, ich hatte glaube ich ein knappes Spiel. Insgesamt, ihr seht es ja auch an den Ergebnissen, war es eine recht einfache WL. Das ist das, was ich euch seit Tagen, Wochen sage. Tots WL sind in meinen Augen immer ein Stück. Ist meine persönliche Meinung, für mich ist es zumindest so, ist immer leichter als die WLs im Februar, März oder April. Man merkt einfach, dass mehr Leute spielen und natürlich, wenn das Matchmaking dich hops nehmen will, dann nimmt es dich hops, ganz klar. Aber in der Breite hast du deutlich einfachere Gegner, wenn du viele Spiele gewinnst, weil natürlich auch potenziell etwas schlechtere Spieler dann auch mal irgendwie 10-0 oder so stehen können oder wie auch immer. Macht vielleicht für euch nicht so viel Sinn. Es ist einfach meine persönliche, mein Feedback. Ich weiß nicht, ihr könnt es mir gerne mal reinschreiben. Holt ihr mehr Siege im Moment? Holt ihr weniger Siege? Holt ihr genauso Siege? Ich denke, bei mir macht das auch einen Impact, dass ich mit besseren Teams spiele. Wir haben ja sonst auch oft WL mit, dann noch mit so einer 83er RVK oder so. Jetzt bei Tots spiele ich halt auch viele Tots-Karten, mal eine rote Karte, wechsle halt einen 94er Son ein, wenn es irgendwie knapp ist. Wir spielen ja trotzdem was Kreatives, aber wir spielen auch einfach gute Karten. Das ist halt Fakt so, ne? Und ich glaube, das macht auch nochmal viel aus, aber am Ende des Tages bin ich happy. Wir haben auch jetzt hier wieder 19-0 geholt. Das eine knappe Spiel habt ihr, glaube ich, gar nicht sehen können. Das war Spiel Nummer 14 oder so. Der Rest ging eigentlich relativ gut. Ich habe halt ein paar Gegentore bekommen, so, aber insgesamt. Gegner waren vorne gut, aber hinten meistens immer zu packen. Team hat sich aber, wie gesagt, auch gut spielen lassen. Und wir haben jetzt das dreimal geschafft, Rang 1 zu holen. Das ist super. Mal schauen, ob wir es die nächsten Wochen dann weiterhin schaffen. Ich bringe euch jetzt erstmal natürlich meine roten Rewards. 19-0, letztes Spiel habe ich wie immer verschenkt. Viel Spaß damit und schaut mal, wer drin ist. Los geht's mit den 84 Plus Picks. Tots Counter ist aktiv. Dauerlack-Sendung ist auch aktiv. Dann würde ich sagen, geht's rein. Erster, Gregor Kobel. Okay. Ist zumindest ein Tots. Ist okay. 92er. Vorder. Nummer 2. Krisch. Higazi, sehr big. Jetzt freue ich nur noch Romarinho, weil der linkt natürlich zu Mohamed Salah, unserer besten Tots-Karte. Ich muss den Tots-Counter ja natürlich dann mit anpassen. Also zwei Picks, zwei Tots. Das ist schon mal vielversprechend. Schon mal vielversprechend. Nummer 3. Komm. Frimpong, Junge, wie gut, Alter. Hör. Die gönnen ja richtig heute. Der ist sogar echt sehr, 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 sehr stabil. Der ist, glaube ich, sogar auch relativ teuer, oder? Gucken wir mal nach. Alter, der kostet sogar 250k. Nice. Okay, 4 von 4. Nee. Nochmal ein Querpass, Toni. Okay, das war schon mal sehr gut. 39 Tots also. Frimpong. Schon mal am Start. Dann können wir den gleich schon mal skippen in Rot. Dann gucken wir mal. Also, wen möchte ich haben? Ich möchte am liebsten haben De Ligt, Goretzka oder Nkunku. Bellingham hatte ich letztes Jahr in Rot. Ist natürlich der Beste. Musiala brauche ich nicht wirklich. Mané wäre auch noch ganz cool. Diaby brauche ich eigentlich auch nicht wirklich. De Ligt oder Nkunku ist es für mich persönlich. Also, rein da. 1 von 5 Booty-Tots. Auf geht's. Davis. Ist das gut? Hat gesaved. Ne? Ist das ein guter Pick? Kostet 360k. Doch, ist denke ich, okay. Ist stabil. Ist stabil. Ja. Muss man jetzt auch nicht ausflippen. Es gibt natürlich auch noch viele, viele bessere, aber es gibt auch viele schlechtere. Ist gut. Oh, der hat sogar 5 Sterne Skills. Das ist schon cool. Vor allem, ich habe so viele auch aus Kanada. Ist ein solider Anfang. Ist eine coole Karte, wie ich finde.
Okay, auf geht's. Mathis. Matthijs. Die Licht. Ich tendiere tatsächlich Frimpong zu nehmen. Das ist der einzige, den ich mal spielen würde, glaube ich, von denen. Dann gebe ich meiner Fall als Vorder ab. Sané habe ich auch schon in Blau. Was für Füllkrug, Junge. Auf gar keinen Fall. Frimpong doppelt. Werdet jetzt nicht sauer, aber ich gebe ich den in SPC. Als wenn ich jetzt Füllkrug zocken würde, der kostet 20k. Dann habe ich lieber einen roten Frimpong. Finde ich irgendwie cooler, weil der dann rot ist, weil ich den halt häufiger spielen werde. Und Nummer 3. Nkunku. Kimmich. Oha. 96er. Okay. Nimmt man auch mal mit. Mal schauen, wie der so ist. Seine Winter-Wildcard war ganz gut. Und nochmal Davis. Ist stabilo. 430k. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die 7 besten haben wir auch nicht bekommen. Also ich würde da jetzt nicht ausflippen und sagen, oh mein Gott, waren aber heftige Rewards, wenn wir die besten 7 nicht haben. Aber mit den 1 von 4 84 Plus Picks war es auf jeden Fall mehr als in Ordnung. Und ihr habt ja schon gesehen, dass ich so viele Karten investiert habe. Ich habe für die Folge morgen ganz viele 8 Bundesliga-Spieler-Packs geöffnet. Und jetzt sehe ich meinen Bundesliga-Tots-Pack nicht an der Konsole. Ich habe halt am Wochenende schon die Karten eingekauft. War nicht so schlau. Also war schlau aus Coins-Sicht, aber nicht schlau aus Content-Sicht. Weil ich jetzt eigentlich öffne ich gerne so ein Pack immer an der Konsole. Ausnahmsweise für heute machen wir es dann in der Web-App auf, damit ich zumindest das Pack sehe. Ich wollte jetzt auch nicht noch 3 Tage warten, bis ich das Pack öffne, bis ich all diese Packs geöffnet habe, bis es endlich angezeigt wird. Es werden halt immer nur 30 Packs angezeigt, ihr kennt das, ich brauche gar nicht lange drum herum reden. Wir gucken mal rein, wen wir ziehen. Gregor Kobel. Frimpong aber immerhin. Okay, wir gehen mal fix an die Konsole, schauen uns das mal an. Frimpong hatten wir jetzt gerade schon in Rot und als Tots-Karte. Der müsste eigentlich ganz stabil sein. Also Kobel ist natürlich bodenlos, dass der angezeigt wird. 92er. Generell waren bisher alle meine Packs jetzt nicht ganz so gut. Aber 250k knapp kann man, glaube ich, tatsächlich noch einigermaßen zufrieden sein. Ja, es geht natürlich besser, aber es geht auch schlechter. Und das habt ihr heute schon bei den roten Picks gehört, aber es ist halt tatsächlich die Wahrheit. Den Tots-Counter muss ich noch für euch reinmachen. Ihr seht das, der steht gerade bei 39, so ist richtig. Und dann habe ich zum Abschluss noch das 5er Finanzplus, wie gesagt, die 125k und so weiter, reiche ich euch danach in der nächsten Folge. Sorry nochmal, dass es nicht ganz optimal war von mir geplant mit den ganzen Packs. Dafür haben wir jede Menge Coins gespart diese Woche, aber mir ist der Content im Mai wichtiger, dass ich das Pack vernünftig aufmachen kann, als dass ich vielleicht ein paar Münzen spare. Wie gesagt, ja, das Pack war nicht ganz so gut, aber wir haben ja alles sehen können, die Picks konnten wir auch sehen und das Pack war ja mit so 300, 350k. Vielleicht, wenn es hochkommt. War noch in Ordnung. War stabil. Kann man sich, glaube ich, trotzdem nicht beschweren. Dann hoffe ich, dass euch das Video heute gefallen hat. Lasst mir mal einen fetten Daumen nach oben da. Viele gute rote Karten heute bekommen. Und ich kann euch das mal ganz kurz zeigen. Habe ich das hier drin? Moment, das zeige ich euch noch zum Abschluss. Das ist nämlich ein Highlight. Das Team hier könnten wir uns bauen. 32 Chemie mit Yaya Touré. Würden wir am Wochenende oder am Donnerstag einen roten Delicht aus Rivals-Squad Battle ziehen, hätten wir einfach jetzt schon ein full rotes Tots-Team. Ich meine, wie cool ist es mit Fullcamp, beziehungsweise und natürlich Yaya Touré, ganz obvious. Aber 32 Chemie. Ich hoffe, dass ihr das feiert. Ich finde es sehr, sehr cool. Wir haben halt jetzt echt schon ordentlich was gesammelt. Und ja, so muss eine RTG auch laufen. Wie gesagt, ich sammle recht gerne die roten Karten dieses Jahr. Das wollte ich euch noch zeigen zum Abschied. Ich bin raus. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.